Hey Leute, was geht ab? Euer Voxel am Start hier mit einem Spiel How to Survive. Ja, so gesagt, die Ergänzung bzw. der Ersatz zu Gothic 2, da ja momentan leider Gothic 2 nicht zu Let's Playen ist auf diesem Rechner, so wie er gerade hier unter meinem Tisch stehen tut. Ja, How to Survive, keine Ahnung, ich habe da gerade kurz reingeschnuppert, wurde daraus nie wirklich schlüssig. Ich habe es halt gesehen, sah interessant aus und ja. Der Name ist schon vielversprechend, deswegen kann man auf lokales Spiel klicken. Es gibt einen Story-Modus und einen Herausforderungsmodus. Wir widmen uns jetzt in diesem Projekt dem Story-Modus. Da ich nur ein Spieler bin, nur ein Spieler. Und man hat die Wahl zwischen drei Charakteren. Einmal den Kenji, Abby und dem Jack. Da sieht man, der Kenji hat die meiste Präzision. Im Gegensatz zu dem Jack, der ist da eher der stärkere Typ. Ja. Und was kann die Olle hier? Die hat viel Ausdauer. Ja, das, so ist das also. Ja gut. Ich glaube, ich werde mal ganz Mainstream den Jack hier, ach, den Kenji nehmen. Ah, lass dich von Kenjis Adonis-Figur und seinem attraktiven Äußeren nicht blenden. Der Typ ist kein Weicher, obwohl er gerade aus seiner Luxusjacht unterwegs war. Auf seiner Luxusjacht unterwegs war, als er vor der Insel Schiffbruch erlitt. Wenn er seine Schusswaffe in Reich bla bla bla, das interessiert mich vollkommen gar nicht, sollte sich Abby ihr Wochenende garantiert nicht vorgestellt. Aber du solltest dieses ängstliche College Girl nicht unterschätzen. Wer weiß, was alles in ihr steckt. Abby mag zwar nicht die kräftigste Überlebende sein, die hier ans Ufer gespült wurde, aber sie ist eine ganz passable Schützin. Wisst ihr was? Ich nehme doch die Olle, glaube ich. Oder was kann er hier noch? Jack ist ein stämmiges Kerlchen. Ein Körperbau wie ein Plumpsklo aus Beton. Dies ist nicht gerade ein Campingurlaub, wie er ihn gewohnt ist. Aber er kennt sich ganz gut in der Wildnis aus, ja. Nehmen wir einfach mal die Abby hier. Witzig, nochmal kurz zu erwähnen, sind hier die, was hier steht. Lerne die Überlebenden dieser abgefuckten Insel kennen und finde einen Ausweg aus dieser Zombie-Hölle. Ich muss dazu ja nichts sagen, ne? Wenn da schon so eine Spielbeschreibung ist. Ich nehme jetzt die Abby einfach mal. Da ich eine Frau bin, nehme ich lieber normal, da ich auch kein Iron Man bin. Blut und Tränen werden fließen und der Modus macht dich zu einem wahren Überlebenden. Du hast die Chance zu überleben, zumindest ein paar Tage. Leicht gibt's nicht. Will ich auch gar nicht anklicken, natürlich. Oha, der Totenkopf da unten sieht schon sehr, sehr angsteinflößend aus irgendwo. So, erstmal eine Pepsi. Denn Pepsi, mit Pepsi ist alles gut. Bin übrigens starker Verfechter von Pepsi. Ja, ist das jetzt echt so lange am Laden, ey, oder? Oder hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Also sei jetzt, sag ich mal, okay. Ist wohl ein Schiff gekentert. Ort unbekannt, ungefähre Zeit 13 Uhr. Ein Überlebender, normale Gesundheitsstand ist. Help! Ah. Okay. Help! Ah. Das ist jetzt gerade merkwürdig. Ich bin also hier an Land gespült worden. Da schreit einer um Hilfe. Oh, da ist schon ein abgetrennter Kopf. Das fängt ja schon mal gut an. Was willst du denn? Kann ich denn dem... Ah. Sprechen, F. Hey,
Ich glaube, ich lese das einfach mal laut mit. Ich konnte einige von ihnen töten, aber die Bastarde haben mich gebissen. Hör zu, ich weiß, dass es hier Heilpflanzen gibt. Bring mir eine. Das sollte die Schmerzen lindern. Bitte beeil dich, ich blute stark. Finde eine Heilpflanze und bringe sie Andrew. Okay. Heilpflanze. Da ist doch schon direkt eine, oder? Ja. Danke, die Pflanze schmeckt beschissen. Echt beschissen? Leute, schmeckt beschissen. Sind aber gute Schmerzmittel. Hoffen wir nur, dass du sie nicht auch mal brauchst. Mission abgeschlossen. Glückwunsch. Okay. Das war jetzt nicht sehr kompliziert. Das habe ich noch so eben hingekriegt. Flattaste kann ich irgendwie... Nee. Hä? Ah, das ist irgendwie so eine Art Schlag, glaube ich. Hey, ich bin Andrew. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Aber dieser Ort ist ein Albtraum. Ein lebendiger Albtraum. Ich gehöre zu einem kleinen Gruppe Überlebender. Seit einer Woche versuchen wir vergeblich, von dieser Insel zu fliehen. Es scheint fast unmöglich. Viele von uns sind gestorben. Die verdammten Monster haben sie verschlungen. Außer meinem Freund Raymond ist mir niemand geblieben. Die anderen sind entweder tot oder untot. Raymond ist verletzt und kann sich kaum bewegen. Ich habe ihn bei unserem Boot gelassen, als ich Benzin suchen ging. Bitte finde ihn. Sag ihm, dass ich verletzt bin und hier festsitze. Du findest ihn auf einem Strand im Osten der Insel. Und bitte sei vorsichtig, sehr vorsichtig. Die ganze Welt ist voll von diesen verdammten Monstern. Hier, nimm diesen Stock, den brauch... Tut mir leid. Den brauchst du, wenn du über... Wie absurd das klingt. Hier, nimm diesen Stock, den brauchst du, um zu überleben. Ziele, finde Raymond im östlichen Teil der Insel und unterrichte ihn über die Lage. Okay, das machen wir doch dann gleich mal. Ich habe jetzt anscheinend einen Stock. Oh, der will noch was oder was? Oh, ein bisschen am Leggen gerade. Drücke Tab, um die Karte zu öffnen. Okay. Raymond sollte am Strand bei unserem Boot auf mich warten. Finde ihn und erkläre ihm, was passiert ist. Alles klar, dann pass auf dich auf. Okay. Situation, Situation, Situation. Drücke die Taste links, um zu verwenden. Okay. Ah, ich kann es aufladen. Halte die Taste Linksklick gedrückt und lasse sie los um einen kritischen Angriff. Okay. Naja, ich habe das schon. Das habe ich schon gerallt. Okay, ich glaube, ich mache aber erstmal ein bisschen die Lautstärke leiser. Lol, ist ja schon echt recht leise, oder? So. So schon ein bisschen angenehmer. Lol. Exonotes. Okay, es sieht so aus, als wäre da oh, eine Heilpflanze, cool. Sieht so aus, als wäre da irgendwer vor mir schon mal verreckt. Schlage auf die Holztür ein, um sie aufzu... Okay. Cool gemacht. Oh, Medikit, nehmen wir. So, Osten ist rechts, wenn ich mich nicht irre. Mein Erdkundelehrer wird mich jetzt hassen dafür. Okay, da komme ich nicht durch. Hi. Die hat Hi gesagt? Ja, wie komme ich denn jetzt da? Kann ich da hochklettern vielleicht? Da liegt ein Buch. Also kann ich ein bisschen sprinten, das ist schon gar nicht so verkehrt. Ah, auf Q kann ich die Heilpflanze da unten nehmen, sehe ich. Ah, da ist auch ein Buch. Yeah.
Sehr geile Sache. Also, das hat mich jetzt schon stark an diesen Rush, FPS Rusher da irgendwie erinnert. Hilfe und Option, Audio, aber ich finde die Stimme, die war echt ein bisschen viel zu leise. Hier, Lautstärke, Effekte, die Musik ein bisschen so und das vielleicht auch ein bisschen. Aber die Stimmen halt höher, das ist schon so wichtig, finde ich. So, gut. Da haben wir auch schon direkt unseren ersten Zombie. Oh lol. Oh, töten. Was? Boah, wie habe ich den denn auseinandergenommen? Was habe ich denn da für eine Schlampe am Start? Ey, die rast ja richtig aus. Oha, ist das Spiel krank. Aber darauf war ich nicht gefasst. Okay. Hasselmann? Lol, das sind... Ey, das sind Freunde von... Das sind Freunde von mir. Medizinischer Breiumschlag? Was labert der denn da? Hä? Entwurf? Beschreibung? Wenn's juckt? Hals. Das Spiel ist echt nur irgendwie eine Hommage. Ach, meinetwegen. Wie ist denn da hingekommen? Oha, oha! Boah. Alter Vater, ey. Oh, hier sind einige direkt schon. Jawohl. Okay, das Spiel gefällt mir jetzt schon mega krass geil, Alter. Boah, wie viele hier schon gereckt sind, Alter. Okay. Trinken kann ich also. Okay, die ist down gegangen. Kann ich den irgendwie nicht... Das ist blöd, warum sind die alle tot, ey? Ich höre irgendwie was. Ich baller... Ja, unten ganz halt immer verwende PC-Aim. Oha, alter Schwede. Kassier, alter. Bam, bam. Oh, alter. Habe ich den zerlegt oder habe ich den zerlegt? Oh, ich habe eine leere Flasche genommen. Pass auf, die kann ich bestimmt jetzt hier irgendwie auffüllen, oder? Halte die linke Taste gedrückt und lass los. Ja, das weiß ich doch schon alles. Wie kann ich denn da unten die auswählen. Füllen. Alter, bin ich krass oder bin ich krass? Ah, da oben. Erstmal Zombies klatschen gehen hier. Kommt alle her. So. Da ist auch noch außergewöhnliche weiße Pflanze. Immer her damit. Oh, der sieht irgendwie aus, als wäre der schon fast tot. Oh, der ist schon tot. Oh, voll ins Gesicht getreten hat. Bam. Du auch. Der schreit ganz halt irgendwann, wenn man hi.
Das Spiel gefällt mir sehr. Lol, aber was die mit dem Stock alles reißt, ne, ist unglaublich. Also, mal ernsthaft, ich könnte mit dem Stock jetzt nicht so austeilen. Boah, das Tutorial gibt mir ein bisschen auf Eier. Warte, wenn ich jetzt lange gedrückt halte. Jawohl. Eine Rolle. Meinetwegen, Rolle nehme ich gerne mit. Ah, ist ein bisschen unübersichtlich, die ganze Show hier, also. Muss ich ja schon sagen, wer sagt denn da die ganze Zeit Hi, ey? Jawohl. Oh, ich habe irgendwas aufgesammelt. Was? Stickstoff, okay, meinetwegen. Achso, kann man. Droppen die auch Sachen hier oder was? Lol, Alter, lass da mal hier die Typen in Ruhe. Ist mit dir verkehrt. Da kriegst du erstmal Schläge. So, execute. Ah! Okay, das war nicht so spektakulär, wie ich es haben wollte. Nehmen wir mal hier das nächste Buch auf. Die Bücher sind witzig. Kranker Scheiß, ey. Okay, ich glaube, Stück Stoff daraus kann ich dann so einen Umschlag machen. Erstmal wird ein bisschen zersägt, Alter. So. Boah, Alter. Levelaufstieg! Level up! Weiß Gott, wo ich... Jetzt kann ich bestimmt irgendwie was machen, aber... Keine Ahnung, wie und wo. Ah, da kann ich die Wand wieder aufhauen, bestimmt. Leere Flasche. Coole Sache, das. Aber ist ein bisschen schwierig, die Steuerung, muss ich sagen. Ich habe ein Telefon. Kann ich nicht nehmen. Aber ich kann mit dem Typen reden. Hey, wer bist du? Wo ist Andrew? Du hast Andrew gesehen? Wo ist er? Scheiße! Das sind schreckliche Neuigkeiten. Okay. Wenn sie gebissen haben, ist alles aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird er so ein Monster. Ich wurde auch gebissen, deshalb habe ich mir das Bein amputiert. Krasser Typ, ey. Mein eigenes Bein, ich hatte keine Wahl. Ich will ja lebend weg. Und du? Hast du irgendwelche Beißwunden abbekommen? Nein, du bist ganz allein mit diesem Stock hergekommen? Wow. Also, wenn Andrew gebissen wurde, bin ich am Arsch. Du musst mir helfen, aber ich kann dir auch helfen. Ich weiß, wie man überlebt. Wir können zusammenarbeiten, du und ich. Hier, nimm dies. Vor dir liegt eine ganze Wagenladung Scheiße. Wenn du am Leben bleiben willst, musst du das Ding benutzen. Komprende? Töten oder getötet werden. Attackieren oder krepieren. Okay, mir nach. Es wird bald dunkel. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Komm schon. Keine falsche Zurückhaltung. Mission, oh, halt eine rostige Machete. Geile Sache. Und habe ich dir schon Instant? Ah, okay. Warte, hier ist ein Telefon. Hier ist ein Boot, Alter. Ach so, okay. Ja, jetzt muss ich dem hinterher, Alter. Oh, nö, ey. Jawohl. Der gefällt mir, der Typ. Up
Okay. Inventar habe ich wo? Oh, jetzt habe ich auf Q gedrückt. Nee. Auf E für Inventar. Oder Inventory. Ziele, Fertigkeiten. So. Höhlenmensch, die Fähigkeit, Lagerfeuer und Fackeln anzuzünden. Okay. Okay, das hat mich ja jetzt noch nicht zu interessieren. Es gibt noch Werte. Okay. Und das Inventory wieder. So, dann mache ich jetzt hier mal den ersten Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auch immer erstmal direkt speichern. Okay. Man kann nicht speichern. Naja, ich würde gerne speichern, aber ich kann nicht speichern. Das heißt, ich muss es jetzt am einen Stück durch Let's Playen. Bleibt mir keine andere Wahl. Bis dann, Leute. Euer Voxel.